Hallo, ich bin DJ Observer und ihr schaut Ö4 TV. Hallo und herzlich willkommen bei Ö4 TV. Wir sind heute im Club Luna in Laa und haben einen Gast bei uns, DJ Observer aus Wien. Servus, wie geht's da? Hallo, ja, nach 5 Stunden Autofahrt von Zell am See etwas geschlaucht, aber ich freue mich auf einen geilen Abend heute. Sehr schön. Wie bist du eigentlich auf deinen Künstlernamen gekommen? Das war eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe irgendwie dringend einen Namen gebraucht für einen Flyer und habe mich nach meiner Tätigkeit als Resident DJ dazu entschlossen, Booking DJ zu werden und habe meinem Kollegen den Duracell, falls den die Leute vielleicht noch kennen, ist quasi in Frühpension schon gegangen. Habe ich irgendwie 5 Namen geschickt, weil ich nicht wusste, was ich da nehmen soll. Ja. Haben wir gedacht, ja, der hat da Erfahrung, da wird man da schon den richtigen aussuchen. Und der hat sich den dann ausgesucht. Und er hat mir dann Observer zurückgeschickt. Und seitdem heiße ich so. Also. Sehr schön. Und wann ist dann losgegangen mit dem Auflegen, Produzieren? Naja, das war relativ, sagen wir mal, flüssig. Also 98 habe ich zum ersten Mal am BIOS weggespielt. Ja. Das war so. Das war eigentlich damals das größte Rave im Gasometer und habe ich den einen oder anderen Produzenten gehabt, mit dem ich gearbeitet habe, und ein paar Jahre später habe ich dann mit dem Daniel Heathcliff begonnen, etwas mehr zu machen, und da hat dann eigentlich erst, sagen wir mal so, im Produktionsbereich, wenn man sagen kann, die Karriere begonnen. Okay. Sehr schön. Du bist zweifacher Austrian Dance Award Gewinner. Wie wichtig sind dir Auszeichnungen, Preise und so weiter? Naja, Preise sind insofern immer wichtig, weil das ist ein bisschen Anerkennung. Also wir haben halt das Pech, dass wir in Österreich sind und nicht so große Dinge haben wie, keine Ahnung, wie irgendwelche internationalen Awards im elektronischen Bereich, ja, wie es das in Holland oder Amerika auch gibt oder so. Und jetzt haben wir das, und der Günther Guenta K. hat das da ins Leben gerufen, und ich habe mich da sehr gefreut über den ersten Award. Das war ein Publikumsaward, das ist immer, finde ich, das Schönste, wenn einem das Publikum wählt. Und der zweite war halt dann mit Daniel eben gemeinsam als Best House Trance Electro Act oder sowas, ja. Gemeinsam mit Bansen Heathcliff hast du 2009 Navida Records gegründet. Welche Künstler sind da unter Vertrag und wie ist das so als eigener Chef, eigener Labelboss? Navida Records haben wir damals gemeinsam gegründet, aus dem Grund, weil wir halt unsere Releases halt auch selber rausbringen wollten, nicht unbedingt auf andere Labels angewiesen sein wollten. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, österreichischen Künstlern im elektronischen Bereich ein bisschen Support zu geben, eine Plattform zu geben und natürlich auch die Musik abseits vom Kommerz einfach ein bisschen mehr zu pushen. Ja. Wir haben den Sean Danfield, der Vintaze, Gary Rydell, auch der Marc Doran oder Makito hat mit mir da ein Release, einen Remix gemacht auf einem Release. Ja, jetzt kommen, jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht, oder habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil Bansen Heathcliff hat ja jetzt mittlerweile Lentos Records gegründet, also eigenes auch ein Label, eigenes Label, ja, um auch ein bisschen die Linzer da vermehrt zu supporten. Die elektronische Musik, wie hat sie sich deiner Meinung nach entwickelt? Naja, es sind immer so, ich sage immer so Wellen, ja, es gibt, so damals war es, glaube ich, dann irgendwie nach dem Rave, dann irgendwie der Hardstyle, ja, der da gekommen ist. Mittlerweile sind wir in so einer zweischienigen Welle, also in der Fatih-Musik zweischienig im Deep House-Bereich, wo halt alle möglichen alten Disco-Nummern oder irgendwie alles, die Vocals gepitcht werden, rauf und runter, ja, angepasst werden an dieses sehr, sehr groovige, langsame Tempo. Und dann gibt es halt nicht zu vergessen den Tomorrowland Sound, ja, EDM oder wie auch immer das Ganze heißt. Ja. Ich mag beides gern, ich spiele auch immer wieder alles, also ich spiele die Musik, die mir gefällt und wo ich glaube, dass den Leuten gefällt, und das merke ich ja auch, du hast halt als DJ immer die direkte Resonanz vom Publikum, entweder ist die Tanzfläche leer. Genau, oder komplett gesteckt. Oder komplett gesteckt, ja, aber im Grunde wird es immer wieder neue
Ideen geben, die irgendwelche Künstler auf dieser Welt kreieren, die, ja, wo dann mehrere raufspringen auf dem Zug, und das wird dann halt gehypt. Ja. Und jetzt, wie gesagt, haben wir halt gerade diesen Hype, und was nächstes, übernächstes Jahr ist, weiß man nicht. Genau. Ja. Wahrscheinlich kreiert dann die Paris Hilton irgendeinen Hype oder so. Und jeder springt drauf. Keine Ahnung. Was erwartest du dir von heute Abend im Luna, und was schreibt dir sonst das Nächste an? Naja, ich bin zweimal im Jahr von meinem lieben Kollegen DJ Slammy eingeladen, Grüße, hier zu spielen. Grüße an dieser Stelle. Wird Bombe. Also ich erwarte mir nichts anderes, weil er hat da echt ein tolles Publikum, und vor allem, was mir sehr an ihm taugt, er spielt halt auch eben wirklich von Deep House, Tech House bis halt diese EDM-Geschichte, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dem Publikum halt mal mehrere Dinge als Resident DJ halt auch irgendwie näher bringt, ja. Und deswegen wird das halt sicher ein geiler Abend. Wir freuen uns schon drauf. Wo gibt es mehr Infos von dir? Internetseiten oder Facebook? Also alle Termine gibt es eigentlich auf meiner Homepage. Ich glaube, die ist gerade nicht abgedatet. Ist gerade unten eingeblendet. www.djobserver.com. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn sie mich auf Facebook liked. Ja. Unten eingeblendet. facebook.com/djobserver. Ich habe noch eine YouTube-Seite, die habe ich gerade neu gestaltet. youtube.com/djobserver. Und ja, im Prinzip gibt es dort alle Termine, Musik, Mixes, Videos, Gewinnspiele, Videos, ja. Sehr schön. Abschließende Worte an deine Fans, unsere Zuschauer. Erst einmal danke fürs Einschalten, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich habe selber nicht geglaubt, dass ich so lange durchhalte. Ich freue mich jetzt schon auf mein Abendessen, dann auf den DJ Slammy und auf den Club Luna. Und auf eine richtig geile Party, und hoffe, wir sehen uns auf einem meiner nächsten Gigs. Baba, servus.